ganz egal, ob oder welche Partei man wählt, ob oder welchen Gott man wählt, anbetet, welche Sprache man spricht, etwas Grundlegendes haben wir alle gemeinsam. Und das ist unsere Ernährung. Als ersten Redner darf ich den Michael ankündigen, der wird ein bisschen was über Monsanto reden. Und gebt ihm mal ein bisschen Applaus. Okay. Ja, hallo alle zusammen, mein Name ist Michael Rosa, der ein oder andere kennt mich bestimmt von Handeln statt Wechseln. Ich bin auch seit einigen Wochen hier im Orga-Team für die Friedensmahnmachen tätig, habe mich da versucht ein bisschen zu integrieren. Ich habe euch einen Artikel von mir mitgebracht, den ich schon vor längerer Zeit verfasst habe bezüglich Monsanto. Der Artikel heißt Füllstoff oder Lebensmittel. Ich fange gleich einmal an. Also ganz egal, ob oder welche Partei man wählt, ob oder welchen Gott man wählt, anbetet, welche Sprache man spricht, etwas Grundlegendes haben wir alle gemeinsam. Und das ist unsere Ernährung. Wir alle müssen essen. Dabei ist es egal, ob man sich asiatisch, westlich oder nach sonst welchen Kulturgeschmäckern ernährt. Das Grundlegende ist, woraus unsere Lebensmittel bestehen. Im Laufe der Zeit haben wir aufgehört, uns danach zu fragen, wo unser Essen herkommt und woraus es eigentlich besteht. Denn schnell muss es gehen, gut muss es schmecken und möglichst günstig soll es sein. Daher wir sowieso schon zwei Drittel des Tages für die Industrie arbeiten, können wir also auch eine unserer wichtigsten Lebensaufgaben, die Ernährung, in die Hände der Industrie geben. Nachdem wir schon praktische Mikrowellengeräte von der NASA zur Verfügung gestellt bekommen haben, können wir ja auch gleich die von der Industrie erzeugten Fertiggerichte darin erwärmen. Erst seit ca. 100 Jahren lassen wir es zu, dass Agrarunternehmen wie Monsanto mittels Biotechnologien unsere Lebensmittel, unsere Körper und unsere gesamte Umwelt mit Chemikalien vollpumpen. Und unsere Seele kaputt machen. Ganz genau, vielen Dank. Das 1901 in St. Louis gegründete Chemieunternehmen sollte der Agrarwirtschaft mit biotechnologischen Errungenschaften bei der Lebensmittelproduktion unter die Arme greifen. Sollte. Agent Orange wurde nicht nur als Unkrautvernichter in der Landwirtschaft, sondern auch zur Entlaubung der Wälder beim Vietnamkrieg eingesetzt. Das Unternehmen produziert Saatgut und Herbizide und setzt seit den 90er Jahren auf Biotechnologien zur Erzeugung gentechnisch veränderter Feldfrüchte. Bekannte Produkte sind verschiedene transgene Maissorten und Breitbandherbizide mit dem Wirkstoff Glyphosat unter dem Namen Roundup, die bis heute auf der ganzen Welt gehandelt werden. Schon bald machte sich dieser Konzern über das Genmaterial der Pflanzen her und läutete die amerikanische Grüne Revolution an. Diese stellte sich aber als eine ganz andere heraus. Die Bauern gerieten in einen Teufelskreis. Jeder, der die genmanipulierten Pflanzen anbaut, muss dazu auch Monsantos chemisches Pflanzenschutzmittel Roundup benutzen, um gegen das Unkraut anzukämpfen. Weil die genmanipulierten Pflanzen aber nur auf dieses Schutzmittel ansprechen, ist es sehr schwierig bis unmöglich, auf andere Mittel zurückzugreifen. Da durch den einseitigen Gebrauch dieser spezifischen Gifte das Unkraut immer resistenter wird und in weiterer Folge sogenannte Superkräuter entstehen, bleibt den Bauern nichts anderes übrig, als immer größere Mengen von dem Roundup auf ihre Feldern zu versprühen. In letzter Konsequenz werden die Felder so vergiftet, dass sie nach einigen Jahren nicht mehr nutzbar sind. Tiere werden krank oder sterben. Landwirte erkranken und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis wir, die Konsumenten, ebenfalls kränker und kränker werden. Monsanto hat... Durchaus, das ist eine spätere Folge, auf jeden Fall. Monsanto hat das Patentrecht auf diese Pflanzen und wer sie einmal... Verzeihung, auf seinem Feld hatte, wird es nicht schaffen, diese loszuwerden. Die Bauern bleiben abhängig von Monsanto. Durch Wind und Wetter wird genmanipuliertes Material auf ganze Landstriche verteilt.
und so werden auch früher oder später umliegende Felder kontaminiert. Die Landwirte sollen dann Millionen Beiträge wegen Patentverletzung bezahlen. Da das aber niemand kann, werden sie somit auch abhängig von Monsanto. Mittlerweile kann man nirgendwo auf der Welt noch sicher sein, nicht genmanipuliertes Soja zu kaufen. Ob das alles nicht schon schlimm genug wäre, treibt Monsanto seine Pläne weiter voran. Sie haben mittlerweile schon die ersten Patente auf Schweinegene und Kuhgene und hinter einem Patent auf menschliche Muttermilch sind sie auch her. Das Unternehmen ist seit August 2002 im Aktienindex S&P 500 gelistet. Zu den Großaktionären gehört die Bill und Melinda Gates Foundation. Ähnlich wie bei unserem Geldsystem und der Energieversorgung sollten, nein müssen wir, anfangen, die globalisierte Lebensmittelerzeugung als das anzuerkennen, was sie ist, nämlich ein gescheitertes Experiment. Dankeschön. Die Nachteile der industriellen Lebensmittelerzeugung überwiegen eindeutig die Vorteile. Volkskrankheiten treten nachweislich mit dem Erfolg von Chemieerzeugnissen wie Aspartam, Basilac oder PCB der Agrar- und Lebensmittelunternehmen häufiger auf. Autarke Selbstversorgung in den Bereichen Energie- und Lebensmittelerzeugung ist nicht nur in ökologischer Hinsicht annehmbarer, nein, es hilft uns auch dabei, die Herkunft und Entstehung unserer Ressourcen verstehen und nachvollziehen zu können. Auf der ganzen Welt bilden sich zurzeit kleine Gemeinschaften, die mit oder ohne Genehmigung ungenutzte Grünflächen in Innenstädten und Umgebung mit Kräuter, Früchten und Gemüsen bepflanzen. Natürlich zur freien Entnahme. Dankeschön. Natürlich zur freien Entnahme für jeden, der diese gerade benötigt. Seit letzten Jahres begleite ich genau so ein Projekt in einem Wiener Gemeindebau. Wer Fragen diesbezüglich hat, kann sich gerne danach nach der Veranstaltung bei mir melden. Weiters sind jährlich weltweite Protestkundgebungen unter dem Motto March Against Monsanto eine super Möglichkeit, seine Mitmenschen auf diese Umstände aufmerksam zu machen. Ebenso wie die heutige Veranstaltung. Für mich bieten die Montagsdemos eine Chance zur Vernetzung und einem öffentlichen Informationsaustausch. Eine Chance, so habe ich gelernt, kann man jedoch nicht erzwingen. Eine Chance muss man wahrhaben. Noch ein kleines Zitat zum Schluss, das mir wirklich sehr am Herzen liegt und das ich euch allen gerne mitgeben würde für den laufenden Abend. Zu unseren Füßen liegt die Welt. Es ist das Leben, das jeder von uns in seinen Händen hält. Dankeschön. Dankeschön.